So. Vielleicht kein Live aufgenommen, aber ich versuche jetzt eine Aufnahme. So. Ich hoffe mal, da läuft alles glatt. Extra für dich, Linchen, wenn das Video kommt. 9 Story-Quests. Ich war jetzt bei Fripp. Und der sagte was von einem Portalstein, der im Minotaur verborgen ist. Den brauchen wir für Pandoria, aber wir keinen Bock hatten, jetzt nach Minotaur zu reisen, hat er gesagt, okay, ich kenne eine Abkürzung. Bei uns gibt es ein Portal zum Minotaur, aber für das Portal zum Minotaur muss ich auch nochmal einen Portalstein holen. Also gehe ich jetzt zu Avalon und hol den Portalstein für das Portal nach Dinotal. Ja. Herr Avalon. Interessant. Guten Tag, Elena. Wie kann ich dir helfen? Natürlich habe ich den Portalstein. Fripp erkannte meine Fähigkeiten, was sichere Verwahrung von Dingen angeht und bat mich, ihn aufzubewahren. Jetzt einfach hier in meiner Tasche. Siehet. Du hast recht. Er sieht ein Briefbeschwerer sehr recht ähnlich. Warte. Das ist ein Briefbeschwerer. Lass mich mal hier nachsehen. Nein, das ist er nicht. Das ist eine Kartoffel. Ich habe mich schon gewundert, wo ich das hingelegt hatte. Ich liebe meine Steine. Das ist ein Druidending. Ah, hier also. Der Portalstein zum Dinotal. Pass gut drauf auf ihn auf. Er ist ein mächtiges Artefakt. So. Und das heißt dann auch wieder zurück. Bum, dum, dum. Warte mal, war es hier lang? Nein. Da oben geht's zum Dinotal. Da. Und die warte mal, die Druidenklamotten sind wieder da. Zurück. Ich hab auch so wenig. Ja, mach es noch teurer. Ich glaube, am Samstag werde ich mir den hier kaufen. Naja, ich glaube, am Samstag hol ich mir die Klamotten. So. Mal eben beschlossen. Tschu! Und wieder im Kreis reiben. Also das ist so ein Mechanismus, das muss doch jeder Schurke irgendwann auch kapieren, dass man dann so rein kann. Da kann das nur ein Soul Rider. Das ist natürlich auch so eine Sache. Weil dann jeder hier im Kreis reitet und das Portal öffnen kann, das wäre ein bisschen dumm, ne? So. Aber wait a minute, ich habe schon gedacht, dass wir das mit unserem Anfangspferd nachher machen müssen. Ich habe jetzt schon eine Befürchtung, dass ich nachher wieder zum Stall darf. Lena, hast du ihn? Gut, dass ich ihn Avalon zur sicheren Verwahrung anvertraut hatte. Warum hast du so lange gebraucht, um ihn zu holen? Du hast dich doch nicht ablenken lassen, oder? Jetzt können wir das Portal öffnen, mit dem du durch das zum Tal der verborgenen Dinosauriers gelangst. Platziere den Portal schon einfach in der Säule dort, wenn du bereit bist. Und ich muss dich warnen. Kein normales Pferd kann die Portale durchschreiten. Nur Silver Knight und die Wächter, die dort überleben können. Linda, vielleicht solltest du Elena begleiten, denn Wissen über jorvikische Mythen könnte dich als nützlich erweisen. Im Falle unvorgesehener Komplikationen. Ja, ich muss mein Pferd eben wechseln. Ach, Scheibenkleister. Vielleicht von Anfang an tun sollen. Service. Niemand kann dich hier abrollen. Also, entweder durch. Wieso kann mich niemand abholen? Jetzt muss ich den Transi nehmen für mein Heimi.
Eben Klamotten für den Abends Übernight holen. Ey. Ja. Ja, kann ich dauern. Ja. Radambarum wieder. Schadambarum wieder. Wunderschöne Augen hast du. Zuck. 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 Boah, wenn ich dir jetzt hinreite, bin ich doch sowieso gleich abgeholt. Ich glaube, immer mache ich mein Heim in Veildale einfach nur, weil darum. Ja, gut. Da geht's auch. Map, map. So geht's auch. Na komm. Hä? Ich hab das nicht ausgewählt. Ich sagte Moorland. Da, Moorlandstelle, bezahlen. Ja, mal. Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt. Boing. Gucken, was jetzt passiert, wenn ich losreite. Wenn nicht wieder magische Hand der Transi kommt, mich einsammelt. Ich möchte die Story-Quest heute irgendwie noch anfangen, also so richtig anfangen. Los. Danke. Moorlandstelle. Wieder in mein Heim hier reinkommen. Ich hoffe mal, dass ein Pandora nicht die ganzen Spieler aufplöppen, weil ich würde jetzt schon gerne die Atmosphäre so für mich. Also, dass die so viele Spieler die Atmosphäre nicht kaputt machen. Wenn alle rumstehen und dagegen rumstehen. Dass dann in meinem Quest die Spieler ausgeplöppt werden, bitte. Hoffe ich doch einfach mal. Lass mich rein, lass mich dein Geheimnis sein. Los, lass mich rein. Bandagen packe ich jetzt. Ja, komm. Bitte. Los. Oh, komm. Oh, nee, bitte. Komm schon. Oh. Das kann es doch jetzt nicht sein. Soll ich da jetzt einfach ohne Sattel hinreiten oder was? Eieieiei. Story-Quest ohne Sattel und Zaumzeug und allen drum und dran. Ja klar, ist natürlich auch möglich, aber... Jetzt wieder noch ein bisschen warten. Habe ich zumindest etwas. Zumindest etwas. Komm. Na komm. Danke.
Na komm, Großer, auch wenn du Level 6 bist. Ab ins nächste Abenteuer. Veildale. Ich habe Veildale ausgewählt. Ich habe Veildale ausgewählt. Ich will nicht wieder im Pampemuse irgendwo landen. Da habe ich mir Tränen so drauf. Ja, das Video zieht sich in Längen. Ach, oder auch da nicht. Ich brauche wenigstens Satteldecke, damit ich schon mal was Weiches hab. Unter meinem Hintern Sattel können wir später drauf machen, sonst komme ich nachher gar nicht mehr ins Inventar. Silver Knight. Los, das wollen wir uns die Welt retten. Da, 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 da. Na, 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 na. Du, 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 du. Portal ist offen. Zeit und Raum verschmilzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Dann nehmen wir mal ein Portalstein fürs Hotel. Ein aufwendiger, gemeißelter Druiden-Portalstein, hergestellt aus einem unbekannten Material. Na klar, ich muss dafür absteigen. Was neu ist denn hier für so eine düstere Musik hier? Oh je. Das ist unglaublich, Elena. Ich habe viel über magische Portale gelesen, aber ein selbst zu sehen. Kennst du jetzt für Trödelei? Wir sehen uns am Ende des Tunnels. Ja. So. Dann mal durch, Silver Knight. Haben das funktioniert? Oh Gott. Alter, hast du auch das Geflüster gehört? So, labber, 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 labber. Das ist aber nicht das Dino-Tal. Nee. Die Magie hier ist stark, kannst du sie spüren, Elena? Wir sollen nicht zu lange hier bleiben. Folgen wir dem Pfad und finden wir heraus, wohin es führt. Reise vorsichtig und bleibe wachsam. Das sieht aber nicht aus wie das Dino-Tal. Höh! Du heiliger Bimbam. Nein, erinnert mich an die Exodar ein bisschen. Das ist aber nicht das Dino-Tal. Guck, so hinten das andere Portal. Hilfe? Sieht total geil aus, aber was zur Hölle ist das so? Raketen! Zurück! Zurück! Jetzt geh auch zurück! Alter, dann geh auch zurück, wenn's weh tut! Alter, deswegen nicht mein Anfangspferd nicht gern, weil es einfach dumm und dämlich ist. Wirklich jetzt? Ich laufe dran vorbei.
Aua, ich laufe dran vorbei. Okay, da schimmert es grün. Großer Sprung. Gut. Alles in Ordnung. Geschafft. Nein, plöppt aus dem Spieler. Wie großartig, Elena. Wir sind ein Teil des verborgenen Dinosauriers. Allein der Gedanke, die Druiden diese Kräfte schon vor hunderten von Jahren ins Leben riefen, während unsere Technologie uns erst vor kurzem Autos und Flugzeuge bescherte. Wir müssten noch viel lernen. Plöppt doch alle weg, bitte. Also kann man das Steinmetz, ja? Es wäre nett von Tripp gewesen, uns ein paar mehr Einzelheiten mitzuteilen. Oh, ich spüre etwas. Eine starke Magie. Folgt mir. Yep, ich folge ihr. Ja, renn weg. Wo wir sowieso schon so langsam hier sind. Wow. Und ich habe natürlich die passenden Klamotten an. Ah, da hinten. Wow. Such wow. Keine Bäume mitnehmen, Silver Knight. Jetzt echt gespannt, wo das ist, ob ich das schon mal hier irgendwo entdeckt habe. Aber ich habe jetzt New Terra schon mal erkundet und das ist echt verwinkelt. Und jedes Mal denkst du, du siehst wieder neue Sachen. Okay. Angeblich dort hinten. Oh Gott, die ganzen Krallen hier. Was? Ein Ort, der mich rief, aber ich sehe hier nichts, das nach einer Druidenkammer aussieht. Du vielleicht? Ja, kuschel mal mit Meteor, halt schwul. Kein Wunder, dass Fripp mich entsandt hat. Die Magie schöpft hier Kraft aus dem Mondkreis. Unter anderem nach der Mondkreis möglichen Illusion. Unter anderem macht es der Mondkreis möglich, Illusionen zu schaffen. Der Eingang zur Kammer muss so versteckt worden sein, um ihn geheim zu halten. Hier, Lena, hilf mir mal. Wenn unsere Magiekräfte vereinen, sollten wir die Illusion auflösen können. Oh Mama. Wir haben es geschafft, Elena. Auf geht's, hoffentlich hast du keine Angst im Dunkeln. Doch, hab ich. Dunkelheit liegt mir nicht so. Ich hab Musik mal ein bisschen lauter gemacht. Unglaublich, diese Gebäude scheinen so alt wie die Ruinen zu sein, die ich in Jorvik gefunden habe, aber es ist viel besser erhalten. Mhm. Elena, geht es nur mir so oder kommt es dir auch so vor, als würden wir beobachtet werden? Was? Bitte nicht! Der Ort fühlt sich kalt an wie ein Grab, aber irgendwas folgt mir, dass es nicht verlassen ist. Könntest du vielleicht vorangehen? Ich bin direkt hinter dir. Ah, super. Aber, also, ich habe die Musik lauter gemacht, aber... muss nicht direkt alles lauter werden. Oh, bitte lass da keinen drin sein. Das sind Töpfe. Quietsch!
dachte, du folgst mir. Ich dachte, du bist hinter mir. Der scheint aber nicht ganz heil zu sein. What the fuck? Halt, Papa. Magnus Stein. Wer wagt es, diese heiligen Kammer zu stören? Oh Gott. Geister, Geister, Weißbrot. Erkläre, warum du hier bist. Ihr seht nicht wie Druiden aus. Ihr seid viel zu jung und mutig. Was wollt ihr in der Kammer des Steinmetzes? Bitte vergibt uns die Störung, edler Geist. Wir sind im Auftrag der Bewahrer Adins hier. Wir suchen einen Portalstein, um die heiligen Pfade nach Pandoria zu öffnen. Ein Portalstein nach Pandoria? Also, das ist kein kleines Anliegen. Bitte, das Leben unserer Freundin hängt davon ab. Fripp sagte, wir können den Portalstein hier finden. Ihr müsst uns helfen. Ich diene diesem Nagetier nicht. Ich habe mein Ei jemanden geschworen, der viel wichtiger ist. Genial, höchstpersönlich. Wenn ihr den Portal schon ausleihen wollt, müsst ihr erst beweisen, dass ihr Genials würdig seid. Auf dem Boden von mir liegt das königliche Siegel von Genials. Findet die fehlenden Teile und setzt die hier zusammen, um das Siegel wiederherzustellen. Klingt einfach genug. Nun gut, wir nehmen uns eure Herausforderung an. Ja, gut. Finden die fehlenden Teile des Siegels. Lass mich raten, die sind jetzt überall hier versteckt. Ihr wisst ganz genau, dass ich enge Räume nicht mag. Und wieso wurde es jetzt in diesem Spiel auch gemacht? Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Suchen wir besser woanders. Was heißt denn hier besser? Das heißt... Oh, guck mal. Eine weitere Tür zu sein. Das war ein bisschen verwinkelt. Solange mir hier nichts entgegenkommt. Seien irgendwelche Spinnengeister. Wabbelnden Wächter. Ah, hier ist ein Teil. Oh, yeah. Bitte, lass mich in Ruhe. Na, scheint auch nichts zu sein. Oh, hier ist wieder eine schöne Tür. Gut, hier waren wir schon. Dann versuche ich mal jetzt wieder rauszufinden, ne? Okay, noch. Da ich gemerkt habe, dass da nichts drin ist, fühle ich mich hier irgendwie angenehm und hoffe, dass einfach mich nichts erschreckt. Kann ich das denn schon reinsetzen? Ja, vielleicht muss ich erstmal alle suchen. Oh, Figur, beweg dich doch. Ich sehe nichts. Nee, vielleicht muss ich erst alle suchen. Okay. Na gut, dann. Ding, geh nicht weg. Jetzt kann ich es nicht aufheben, weil das nicht weggeht. Danke. Ja, da labert er mir wieder vor, hier ist nichts. Aber hier war... Wieso hat man hier diese ganzen Verwinklungen gemacht? Nur für das Rätsel oder was? Warte. Oh, ich dachte, da kommt vielleicht da was raus, oder so. Da habe ich jetzt alle Teile, oder? Ich habe jetzt... 3 Stück. Reicht das? Macht es doch noch lauter und unheimlicher.
Das Siegel scheint wieder hergestellt zu sein. Vielleicht war dies gar keine so schwere Prüfung. Ich stehe also jedoch zu meinem Wort. Na gut, ihr seid würdig. Dann kann ja jeder Idiot da reingehen. Du suchst also den Portalstein nach Pandoria. Den Portalstein, den du suchst, habe ich selbst gemeißelt. Ich bin Magnus Steiner, Steinmetz des wahren Königs. Schon ja, ihr meint, ihr seid einer der ersten Lieder Jorviks? Ei, ich war auf Jorviks eigenem Schiff. Ich meißelte den Stein, der zum Fundament eines Schlosses wurde. Aber in dieser Kammer bewahre ich meine größten Errungenschaften auf, die Portalsteine. In den Steinen dieses Ortes fand ich Geheimnisse mit einer Macht, die alles zuvor gesehene übersteigt. Macht, wie sie in alten Göttern und Heldensagen beschrieben wird. Wie man Kindern erzählte. Magie. Mit dem richtigen Händchen kann man Steine anfertigen, um mit weit entfernten Orten zu kommunizieren. Über diese Insel hinweg. Oder Welten hinweg. Wir haben einen dieser Portalsteine genutzt, um herzukommen. Es war unglaublich. Natürlich war es das. Ich habe ihn dort doch hergestellt. Entschuldigt. Hört auf mit der Schmeichelei. Ich habe doch gesagt, ihr seid würdig. Ihr könnt den Portalstein jetzt an euch nehmen. Okay. Gibt's da keinen Haken? Kein Haken? Indiana Jones Lake, wenn man den Stein nimmt, kommt mir irgendwas entgegengesprungen. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich bin ja kein rosa Fan, aber das hat was. Das hat was. Das hat echt was. So, ganz vorsichtig. Wieso kommt eine Videosequenz? Hey. Nee, hier scheint auch nichts Interessantes zu sein. Und vielleicht irgendwie ein Stern, den wir nie wiederfinden, weißt du, wisst ihr? Ja, aber war es ja nie, ne? Ja gut, dann werde ich jetzt langsam rausgehen. Mich nicht umdrehen? Doch, tu's doch. Wir haben ihn gefunden. Könnte ich den Portalstein vielleicht nehmen? Ich möchte ihn auf den Ritt zurück untersuchen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zum letzten Mal etwas von Magnus Stein nah gesehen haben. Aber zumindest für heute ist unsere Arbeit getan. Kehren wir jetzt schnell zu Fripp und den anderen zurück. Ich glaube, wir können den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Verlass die Kammer. Wow. Raus hier. Hat was, aber es ist ein bisschen unheimlich. Aufs Pferdchen. Silver Knight, danke, dass du gewartet hast. Endlich, frische Luft, frische und sehr kalte Luft. Ich hätte wirklich mehr wärmende Kleidung anziehen sollen. Brrr, lass uns nicht länger hier bleiben als nötig. Folge mir, Elena, zurück zum Portal. Ja, schnell. Ich stehe auch weg. Hab 2 orange Punkte. Wieso ist da ein oranger Punkt? Egal. Ist aber auch leicht unheimlich Musik. Also man hört es vielleicht nicht, aber dies. Da habt ihr es vielleicht gerade gehört. Nee. So im Schneegebiet, wo man nicht mehr weit Ausschau halten kann, was sich da erwartet. Ist ja alles schön gut, kann vielleicht auch toller
toll sein, aber alleine hier rumzureiten. Na, ich bin froh, dass ich wieder weg bin. Ab durchs Portal. Das ist Silver Knight. Portal liegt vor uns und zum Glück ist es noch immer geöffnet. Ich kann noch immer nicht glauben, dass wir mit diesen Portalen in einem einzigen Augenblick zwischen Orten ganz Zürich reisen können. Ich frage mich, ob mehr Pfade wie diesen gibt, die aktiviert werden können. Jedenfalls wartet Fripp auf dich. Ach, die Elena. Boah, es ist zwar ein bisschen laut. Ich glaube, ich mache die Musik wieder ein bisschen leiser. Irgendwie scheint das Spiel die Musik nicht ganz gut zu regeln. Option. Durch. Ja, laber, 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 ding, dong, ping, pong. Ah, ja, er weg. Aber sieht so schön aus. Okay, wieder zurück. Oh, das Problem kennen wir doch. Spring rüber, Pferd. Nein, tu ich nicht. Das ist eine unsichtbare Wand. Können wir jetzt nicht springen. Ja, anders kommt man ja hier nicht durch, die eine Stelle. Die ist furchtbar. Keine Ahnung, was das hier macht, aber am besten einfach ausweichen. Und jetzt schnell durchs Portal. Ich dachte gerade schon. What the fuck? It happened. Linda, Elena, habt ihr den Portalchen gefunden? Nein. Hervorragend, ihr habt den Portalchen gefunden? Nein. Druidenportale sind äußerst gefährlich. Je länger sie offen bleiben, desto instabiler werden sie. Kein Problem, ich nehme den Portalchen für das Dino-Hotel einfach heraus, damit wir den Panuda hinein. Stopp! Wenn der Portalchen nicht richtig entfernt wird, kann die Verbindung zwischen den Toren einbrechen. Das sollten wir wohl vermeiden. Im schlimmsten Fall könnte eine Explosion entstehen, die den geheimen Steinkreis zerstört. Und wenn wir Glück haben, entsteht nur ein Strudel, der einen von uns ins Nichts zieht. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich die Aufgabe gerne Elena überlassen. Was? Wieso ich? Ja, weißt du, zum Motto, ja. Ich bin ja nur der 5. Soul Rider, brauche ja nur 4. Wenn einer weg ist, ich bin der Unerfahrenste, dann. Jetzt einfach den Unerfahrensten machen, der keinen Plan davon hat. Okay, was ist passiert? Sehr gut, das Portal ist geschlossen. Jetzt müssen wir das Portal nach Pandoria öffnen. Funktioniert dieses Portal genau wie das letzte? Ich vermute, es ist viel mehr Macht erforderlich, um das Tor zwischen zwei Welten zu öffnen, wie das Portal, das Dark Core geschaffen hat. Genau, Linda. Daher möchte ich, dass ihr drei Zuhörer bei mir bleibt und helft, die Runensteine mit Energie zu versorgen. Aber ich dachte, wir können alle gemeinsam zu Annas Rettung reiten. Und riskieren, dass ihr alle 4 in Pandoria verloren geht? Nein, das müssen wir richtig durchdenken. Ihr werdet euch schon früh genug alle wiedersehen. Elena wird allein nach Pandoria reisen. Sie ist Annas einzige Hoffnung. Los, Elena, setz das Portal für Pandoria ein. Also, ich kenne Anna noch nicht mehr. Also, ich so kenne Anna, aber meine Figur kennt sie nicht. Und dann soll ich denn durchgehen? Nächste. Ist nichts passiert? Irgendwas stimmt da nicht. Oder die müssen erstmal ihre Kraft vereinen. Geklappt.
Das Portal nach Pandora ist offen, jetzt können wir Anna retten. Die Zeit ist gekommen, Elena. Also wie ist Pandora heutzutage so? Ich habe viel sehen können, als ich da war. Ich erinnere mich nur an Rosa, jede Menge Rosa und wie es sich anfühlte. Kennst du das Gefühl, wenn du auf einen harten Beton kaust, die einzelnen Schichten in den Mund schmelzen? Jetzt stell dir vor, dass du ein Bonbon bist und Pandora der Mund oder irgendwie so. Was? Das ist eine sehr fantasievolle Metapher, Lisa. Oder eher eklig. Ja. Was Linda meint, ist, dass eine bedauerliche Nebenwirkung, die Pandora auf Besucher hat, die nicht aus dieser Welt stammen. Der menschliche Körper darf an diesem Ort nicht existieren. Daher verwandelt er sich durch magische Einwirkung mehr und mehr in den Körper eines Wesens von Pandora. Das kann zu Wahnsinn führen und kriegt zum Tod. Arme Anne. Ein gewöhnliches Pferd könnte dort auch nicht überleben, Elena. Daher musst du auf Silvernight reiten. Fripp, du kommst doch aus Pandora, oder? Warum begleitest du Elena nicht? Wenn ich nur könnte, der Kodex von Pandora verbietet es mir, zurückzukehren. Ich muss hier bleiben. Halt jetzt los, Elena. Finde Anne und kehre unversehrt ihr zurück. Aber warte mal. Anne ist lange da gewesen. Und wenn das heißt, dass irgendwann Pandora dich zu einem Wesen von Pandora macht, dann müsste Anne ja komplett anders aussehen. Vielleicht ist Anne jetzt auch zum Eichhörnchen geworden. Oder zu diesem komischen fliegenden Mantarochen. Das ist wahrscheinlich, super. Wahrscheinlich werden wir nicht die Anne wiederfinden, die wir mal getroffen haben. Das weiß ich jetzt schon. Rotieren jetzt diese Kreise auch? Uiuiuiui. Bitte keine Schattensucher, bitte keine Schattensucher. Doch! Da hinten schweben die Teile auch schon. Oh ja, da schweben die. Da schweben die doch schon. Fuck. Liebe Schattenviecher, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Und wir können uns in Ruhe darüber unterhalten. Die sind hier ein bisschen durchsichtiger. Kommt zumindest mal rüber. Ab nach Pandora. Let's do it. Das hört sich eher an, das war wie ein bisschen wie ein Dschungel. Oh, doch alles rosa. Die haben es doch so gelassen. Oh, du Scheiße. Was heißt die nächste Quest? Ich hab keins. Okay. Ah, da. Dies ist also Pandora. Pandora, der Quell von vieler Probleme. Wer hätte gedacht, dass es so wunderschön ist? Folge dem Pfad durch Pandora und suche Anna. Ja. Wahrscheinlich super, aber auch gefährlich. Wo sind die ganzen Schattensucher plötzlich hin? Das ist aber alles noch so geblieben. Also die Pilze haben sich etwas verändert, aber die Dornen sind alle noch da. Und wir kommen Mantarochen gegen. Muss ich da hochreiten vielleicht? Oder der Pfad hier unten wird damit gemeint. Oi. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas also richtig anfassen darf, wie so ein See oder sowas. Klar, wir fassen jetzt auch gerade hier von der Trauerweide, der pandorischen Trauerweide was an, aber... Wow, Elena. Siehst du das, Elena? Pilze so groß wie Bäume, dieser Ort wird immer seltsamer. Mir gefallen diese Sporen nicht, die sie fallen lassen. Ich glaube, wenn du den richtigen Moment abwartest, können wir sicher unter ihnen entlang reiten.
Warte, da ist noch ein schmaler Pfad. Oi. Aber das gefällt mir irgendwie. Oh nein. Ist das da hinten Urwald? Ah, die Höhle kennen wir doch. Exzellente Reitkünste, Elena. Scheinbar geht es nur durch diese Höhle weiter. Meinst du, dort lebt etwas? Naja, wir werden es erfahren. Reite weiter. Bitte lass Anne nicht wie so ein Tier aussehen. Hier hinten sind aber pandorische Schuhen, oder war das ein Fels? Höhlen. Boah. Warte mal. Oh nein. Schattenwesen, Ganox, Einfluss ist stark hier. Mach auf dem Weg nach unten einen großen Bogen um diese Dinger, okay? Ja klar, weißt du, ich renne da freiwillig rein. Du bist mir ein Witzbold, Silver Knight. Was haben die für einen Radius? Da, lass mich in Ruhe. Oh ja, Ganox Einfluss. Oh, ich muss einfach schnell weiter reiten. Schnell. Oh oh. Ich sehe dein Mädchen, was da eingesperrt ist. Mein Hund schnarcht, auch nicht schlecht. Da ist ein Mädchen eingesperrt. Was ist das? Da ist jemand im Kristall gefangen. Ist möglich, dass... Bitte lass es keine Falle sein. Anne? Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Warum bist du hier? Verschwendest deine Zeit. Ganok kann nicht aufgehalten werden. Das Ende naht. Du hättest nicht herkommen sollen. Komm schon, Anne, Liebling. Wir sind doch unzertrennlich. Warte, was? Oh nein! Oh nein, nicht Darko! Fuck, Liedchen! Liebling? Oh Gott! Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Also hat Fripp dich entsandt, das hatte ich gehofft. Wie nennen sie dich nochmal? Elena. Leider kann ich es dir nicht gestatten, eine zu holen. Sie ist unsere Versicherung, falls der andere Plant ins Wasser fällt. Nun, Elena, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet im Auftrag deines alten Freundes Ganok. Oh nein, scheiße. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weg. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tut mir leid, dass ich eure lächerliche kleine Wiedervereinigung unterbrechen. Boah, wieso müssen die Spieler aufpeppen? Das macht das ganze Spielerlebnis kaputt. Das sieht nicht gut aus. Du kannst einer nicht helfen, wenn Ganok dich erwischt. Wir müssen uns zurückziehen. Halte sie auf, lass sie nicht nach Jorvik zurückkehren. Halt dich fest, das wird ein wilder Ritt zurück. Was, wir können Anne nicht? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Erstmal kurz tief ein- und ausatmen. Wir können Anne nicht retten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, wartet. Tief ein- und ausatmen und kurz sammeln. Darko, du bist echt ein Arsch. Aber irgendwie hast du auch was an sich. Aber du bist ein Arsch. Ich sehe aber hier kaum was. Ey, Kack-Tentakel-Viech, lass mich los. Oh, jetzt ist doch so stockduster. Ich sehe doch nichts. Oh, fuck. Die Viecher schwirren ja auch rum. Ich sehe doch hier kaum was.
Lasst mich in Ruhe. Ernsthaft? Oh Gott. Fuck, 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 fuck. Fuppuppuppu. Alter. Lauf, Silver, du bist jetzt Wahnsinns. Lauf. Oh Gott. Indiana Jones mäßig hier. Uiuiuiuiuiui, nicht wieder nach mir schlagen. Was? Oh Gott, weißt du? Lauf. Uiuiuiui, lauf, 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 lauf. Alter, wo hat Ganok deine Tentakel denn noch überall? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh oh. Oh fuck. Oh fuck. Alter, wie groß muss das schon sein? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn der überall in der ganzen Welt, Können wir auch mal das Gesicht vom Biest sehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Was passiert jetzt? Oh nein! Du kannst nicht fliehen, du kannst dich nicht verstecken. Ganok kann dann nicht entkommen, Elena. Hör nicht auf ihn, das ist noch nicht vorbei. Wir müssen zu Fripp zurückkehren durch das Portal. Oh Gott. Ich finde Darko jetzt irgendwann schlimmer als Sense. Ohne Witz. Alter, schwierig, ich krieg Rückenschau an den Beinen. Oah. Wir sind gerettet, aber nicht lange. Schnell, Elena, wir müssen zum geheimen Steinkreis zurückkehren und die anderen warnen. Weil die Tentakel sind auch hier. Hallo, ich wollte springen. Es wird gar noch geht durch Zeit und Raum, wenn da hier seine Tentakel fallen lässt. Weil das ist doch hier eine ganz andere Welt. Also das ist jetzt Zwischenraum. Ernsthaft jetzt. Oh nein, jetzt auch noch die Schattenwesen. Jetzt im Ernst. Die kommen da ganz tief auf den Boden. Also man kann nicht mehr den Körper sehen von dem Vieh. Das Update gefällt mir jetzt voll gut. Oh, jo, 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 jo. Ha. Ja, fast. Nein. Halt, halt, halt. Hibidi, ja. Hallo, lauf doch. Was nun? Nochmal eine Rettungsaktion. Ich dachte, jetzt können wir endlich Anne retten und dann das. Moin. Elena, was ist geschehen? Wo ist Anne? Du kannst das später erklären. Komm etwas. Schnell, Elena, du musst das Portal schließen. Du musst das Portal jetzt schließen. Jetzt. Oh oh. Nun, wenn ich dich nicht in Panik gefangen halten kann, muss ich wohl.
ich kann mich nicht bewegen. Widerstand ist weglos. Ich hole mir, wofür ich gekommen bin. Was willst du denn holen? Stopp! Flip, was machst du denn da? Du bist hier nicht willkommen, Bösewicht. Dieses Wille IDs. Eher würde ich dir den Portalfilm zerstören, als dass ich dich Elena fangen lasse. Sie ist wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Was? Nein! Und da wird er wieder zurückgezogen. Oh Gott. Alter, ist das episch gewesen. Jetzt ist allen gut. Fripp? Fripp? Oh je, nein. Nicht Fripp. Oh Gott, nein. Hab ich ihn aufgehalten? Soul Riders. Das Portal. Es ist geschlossen. Du hast uns gerettet. Aber der Portalstein. Wie kommen wir ohne den Portalstein nach Pandoria zurück? Wie können wir Anne retten? Eva Gray sucht Eva Gray auf. Eva Gray, wer ist das? Wo finden wir diese Person? Fripp? Fripp! So, helf ihm doch jemand. Liebe Freundin, was hast du diesmal angestellt? Wird er es schaffen? Er hat die volle Auswirkung der Portalsteinzerstörung absorbiert. Kein Mensch hätte das überleben können. Aber Fripp ist stärker, als es aussieht. Mit genügend Ruhe und richtigen Druidenmedizin sollte er bald wieder auf den Beinen sein. Ich werde mich in meinem Haus um ihn kümmern. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Oh Gott, nicht Fripp. Oh nein. Boah. Na super, Portal komplett kaputt. Darko, du Arschloch, ey. Entschuldigung. Anne ist immer noch gefangen und nun hat er auch Fripp erwischt. Könnte der heute Tag noch schlimmer werden? Kein Portalstein, kein Portal, kein Fripp. Werden wir Anne jemals wiedersehen? Fripp hat uns einen Hinweis gegeben, nicht? Was sagt er noch gleich? Evergrey, sagte. Sagte irgendjemand was? Ich kann mich nicht erinnern, diesen Namen schon niemals gehört zu haben, aber ich weiß, wer uns mehr erzählen kann. Avalon. Komm schon, Ilya. Kehren wir nach Elde zurück. Fragen wir ihn. Heieieiei. Na super, der arme Fripp. Okay, hat sich somit nichts verändert. Zum Glück, zum Glück. Puh. Ich muss jetzt gerade alles etwas ein bisschen verdauen. Ich habe von Fripp gehört. Schreckliche Neuigkeiten. Wie kann ich euch helfen, Soul Rider? Bevor Fripp das Bewusstsein verlor, trug er uns auf Evergrey aufzusuchen. Sagt der Name etwas? Ach du meine Güte, doch nicht er. Hm, nun, ich sehe, warum er uns helfen könnte, aber trotzdem bedeutet dieser Druide nichts als Ärger. Weißt du, wo wir ihn finden können? Hm, nicht genau, Evergrey ist gewissermaßen, wie soll ich sagen, er wurde verbannt. Was? Würdet ihr ihn kennen, würde ich... Ihr es verstehen. Er ist verrückt und gefährlich. Und jetzt ist er unsere einzige Hoffnung. Kannst du uns zumindest sagen, wohin er verbannt wurde? Ans ferne Ende Jorvik, in den Norden, an den dunklen Ort, an den sich nur Hexen wagen. Dann müssen wir dorthin reisen. Nein, es ist zu gefährlich. Aber ich denke, er könnte uns zu uns kommen. Seid sicher, dass Fripp euch bat, ihn aufzusuchen. Na gut. Ich werde seine Verbannung aufheben. Es wird eine Weile dauern, bis... diese Nachricht erreicht. Ich werde euch informieren, wenn das wieder hier ist. Oh, scheiße. Ja. Fortsetzung folgt.
Alter, war das wieder spannend heute. Es war wieder so spannend, meine Lieben. Ach ja, ja, ich muss das gerade mit Darko etwas verdauen. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall, bitteschön für das Video.